Schwimm und Bus im Kampf gegen Brustkrebs. Vorsorge ist wichtig, denn Brustkrebs zählt zu den häufigsten Todesursachen bei Frauen. Mit dieser schönen BIM und mit diesem schönen Bus erreichen wir ein Ziel, das bei der Gesundheitsvorsorge ganz wichtig ist, möglichst viele Menschen, in dem Fall möglichst viele Frauen, auf das Thema aufmerksam zu machen. Aufmerksamkeit erregen die pinken Botschafter ganz bestimmt. Ein halbes Jahr lang werden sie durch die Stadt kurven und vermitteln, was jeder wissen sollte. Wir haben die beste Gesundheitsversorgung der Welt und jede Frau kann die Mammographie in Anspruch nehmen und muss nicht dafür bezahlen. Es wird von der Krankenkasse bezahlt und regelmäßig ab dem 40. Lebensjahr alle 1 bis 2 Jahre zur Mammographie zu gehen, ganz besonders ab dem 50. Lebensjahr, das kann Leben retten. So wie Vorsorgeuntersuchungen und eine gesunde Lebensweise. Das senkt das Krebsrisiko und fördert nebenbei auch die Gesundheit. Diese Aktion ist einmal unbedingt unterstützenswert, weil sie so ein wichtiges Anliegen transportiert. Aber die Wiener Linien können dabei auch wirklich einen Beitrag leisten. Und das freut mich auch sehr, weil diese Fahrzeuge der Wiener Linien, die sind aus dieser Stadt nicht wegzudenken. Ein Statement setzen und Leben retten, so das Ziel der Wiener Linien. Dafür sind BIM und Bus unterwegs und die pinke Botschaft lautet: Alkohol ist ein entscheidender Faktor, um Brustkrebs auslösen zu können. Das andere ist Körpergewicht. Je mehr Sie nach sozusagen dem 20. Lebensjahr zunehmen, umso schlechter ist es. Und das dritte ist etwas, was wir nicht ganz so beeinflussen können, und das ist Kinderkriegen. Es ist doch tatsächlich so, je jünger man ein Kind bekommt, umso besser ist es, also umso mehr reduziere ich mein Brustkrebsrisiko und auch wenn ich stille. Auf Achse gegen den Brustkrebs. Die fahrende Kampagne ist eine deutliche Botschaft. Jetzt liegt es an Ihnen, diese umzusetzen.